Auftauchen. Der Mike Mühlenstein, also da ebenfalls mit der Kantonalfestsieger Marcel Bieri. Und jetzt ist der Reto Rötzli dran, jetzt zugeteilt bekommen für seinen dritten Gang, nachdem er den Sven Schurtenberger am Anfang stärkt, auch im Kampf um einen vorderen Platz dann hier jetzt in Angriff nehmen. Und das muss der andere her, von seinem Renommee her, eigentlich müsste können bezwingen. Allerdings, das wissen wir ja, das ist ja auch wie andere Sportarten, Überraschungen gibt es immer, darum zusammengreifen. Und darum natürlich jetzt seine Aufholjagd auch sehr glücklich. Schön natürlich das Wetter, über das müssen wir nicht reden. Das ist überall schön am heutigen Tag, aber ein schöner Schwingplatz da hier bei dem Schulhaus zu suchen, bei dieser Anlage bereits besetzt war. Der Schwingsport boomt also weiter mit einem Höhepunkt für zu tun. Und auf das hin fiebert natürlich jedermann, auch Fans vom Schwingsport oder natürlich auch die Aktiven. Und für die Aktiven geht es jetzt schon los, gute Ausgangspositionen zu schaffen, dass man dann auch das nächste Jahr die Selektionskriterien erfüllt.
Schlussgang, die Nummer 1 im Schwingen. Alle zwei Wochen berichtet der Schlussgang umfassend und aktuell über den Schwingsport. Kein Gang verpassen, ein Jahresabo lohnt sich. Jetzt bestellen unter 041 310 78 88 oder auf schlussgang.ch. Und mit dem Schwinger-App sind Sie auch jeden Sonntag live an der Schwingfest mit dabei. Schlussgang, die Schwingerzeitung. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Thank you.
Esther, Linus, sofort auf Platz 5. Esther, Linus, auf Platz 5. Thank you.
Uns ist jetzt von der Lotto abgehört worden. Marke Hui. Es ist gekommen worden, weil wir selber kommen, weil wir alle sind nicht gewesen. Es wird Gabe Händel vom Büro in Mannigheim. Oh, my God.
Thank you.
Das ist eine richtige Schwierigkeit.
ihre Erwartungen können erfüllen können. Allen voran von den Favoriten und den Eidgenossen, Martin Grab, der drei Siege können heute Morgen realisieren konnte. Aber auch die weiteren Mitfavoriten um den Festsieg, wie Marcel Bieri, wie Mike Mühlenstein, Erich Fankhauser, Benji Fona, Sven Schurtenberger und auch Werner Suppiger, die haben alle zwei Siege und einen gestellten Gang realisiert und damit bleiben sie vorne im Kampf um den Sieg vom heutigen Tag mit dabei. Der Nachmittag wird es weisen, ob sich die Favoriten vom Tag auch werden durchsetzen. Bilanz ziehen nach drei Durchgängen. Top-Favoriten um den Festsieg haben allesamt fast ein gutes Resultat am Morgen können an den Tag legen. Einzige Reto Nützli, der einen gestellten und verlorenen und einen gewonnenen Gang hat, hat da nicht können seine Erwartungen erfüllen. Aber schon stand für sich hat es so ausgegeben, wie man das ein bisschen erwartet hat. Hat aber auch Überraschungen gegeben von Schwingern, wo man in dieser Form vielleicht nicht gedacht hat, dass sie schon bereits so weit sind oder bereits so in Form sind, wie sie sich gezeigt haben. Darum zuerst zu den wichtigsten und Favoriten, wo man denkt, die könnten heute um den Festsieg da ganz vorne mitmachen. Ja, vielleicht der Reihe nach. Im dritten Durchgang hat es doch wieder die ein oder andere Überraschung gegeben. Aber es war ein Bereinigungsdurchgang gewesen. Aber die grösste Überraschung hat sicher der Nicht-Kranzer Lukas Reichmuth erreicht, wo im dritten Durchgang der Kranzer Pascal Nietlisbach ihm seinen Schlunk können abfahren und somit jetzt drei gewonnene Gänge auf dem Notenblatt hat. Auch ein bisschen unerwartet ist Stefan Ettlin, der da ganz an der Spitze ist mit 29,75 Punkten. Er hat im zweiten Durchgang die Überraschung geschafft, wo er den Eidgenoss Reto Nützli rausgekurzelt hat und am Boden hat können, bis zum Gut vom Kampfrichter festhalten. Im dritten Durchgang hat er den Noah Giesler zurückgebunden. Das ein sicherer Sieg von Stefan Ettlin, der also auch auf drei gewonnene Gänge kommt. Dann weiter, der auf drei gewonnene Gänge kommen konnte, wäre Michael Hess gewesen. Er hat aber müssen die Stärke von Marcel Bieri anerkennen. Der Marcel Bieri hat können mit Schlunk den Michael Hess überraschen und so zu einem weiteren Sieg kommen. Der Remo Vogel, der im zweiten Rang war nach zwei Durchgängen, er hat gegen Ronny Heinzer geschwungen. Nachdem er zweimal gewonnen hat heute Morgen, hat er dann gegen Ronny Heinzer gestellt. Am Schluss war er zwar nahe am Sieg, aber schlussendlich hat er den Ronny Heinzer nicht mehr auf den Rücken legen. Und der Remo Vogel mit zwei gewonnen und einem gestellten Gang ist er da aber nach wie vor gut mit dabei. Der Martin Grab, wir haben es gehört, er drei gewonnene Gänge. Zuerst gewonnen mit Abschlunken gegen Remo Bitschardt, dann der Pascal Nietlisbach mit Gamme am Boden überdreht und
Der Roger Erb hat er mit Kreuzgriff ebenfalls Hakenschwung noch überstoßen können. Und Martin Grab, der einzige Eidgenoss im Feld von diesen 205 Schwinger, der drei gewonnene Gänge hat. Die anderen fünf Eidgenossen, die auch noch am Start sind, haben sich ja unterschiedlich geschlagen. Allen voran natürlich der Reto Nützli, der mitgestellt und verlorenen Gang ganz schlecht gestartet ist. Die anderen vier Eidgenossen mit zwei gewonnen gestellt sind die natürlich immer noch im Rennen. Dann haben wir weiter gesehen im dritten Durchgang den Joel Ambühl. Er hat den André Bucher platt gewinnen können. Der Samuel Braun, er hat auch seinen dritten Durchgang gewinnen können. Der Samuel Braun, Nordwestschweizer Gast, kommt also auch in eine gute Ausgangslage rein. Der Eidgenosse Erich Fankhauser hat den Christian Brandt bezwingen, der Marco Fankhauser, sein Brüder, hätte Lukas Baumann bezwingen. Weiter haben wir gesehen, Daniel Inderbitzi, das ist eine spezielle Geschichte. Daniel Inderbitzi hat auch drei gewonnene Gänge gewonnen, zuerst gegen Adrian Gander am Boden können übertreiben. Dann hat er der Lukas Bernhard zugeteilt bekommen, der Lukas Bernhard, der aber eine Fußverletzung aufgelesen hat und den Gang nicht fertig schwingen konnte. So ist Daniel Inderbitzi dann gegen André Muff antreten, hat er platt gewinnen und im dritten Durchgang hat er ebenfalls eine Szene schreiben gegen Adrian Hurschler, ist also auch mit drei gewonnenen Gängen steht er da. Wieder haben wir gesehen folgende Resultate. Nur der Mike Mühlenstein hat der Urs Doppmann platt rauskürzen können. Dann hat der Dominik Streif das bessere Resultat gegen Reto Kaufmann für sich behalten. Der rote Turmer Philipp Schuler gewinnt gegen Adrian Wettstein. Der Christian Bier in den Zuger hat den Lars Würsch auf den Rücken getragen. Der Christian Bucher, ein weiterer Zuger, konnte gegen Adrian Bachmann gewinnen. Der Thomas Urschler, er gewinnt gegen Daniel Bühlmann, tut er also zurückbinden. Der Stefan Kennel hat gegen Marcel Elsner gewinnen. Der Marco Reichmuth gegen Niklaus Scherer. Dann haben wir gesehen, gewinnen der Sven Schurtenberger gegen Thomas Zemp. Mit Kreuzgriff hätte er den an den Boden bringen und dort aufreissen und auf den Rücken drehen. Der Benji Fona, weiterer Mitfavorit, er gewinnt mit Stich gegen Roman Fellmann. Der Remo Batschert von Walchwil hat den jungen Alex Schuler, nicht zu verwechseln mit dem Alex Schuler Meikenos, gewinnen. Dann weiter der Bruno Fink, er hat den Ueli Hürlimann auf den Rücken drehen. Und weitere Sieger waren der Armin Reichmuth gegen Simon Wicker und der Matthias Hodler musste die Stärke von Remo Maurer anerkennen und muss als Verlierer vom Platz. Das sind so die wichtigsten Resultate vom dritten Durchgang. Und die Zwischenrangliste sieht jetzt folgendermaßen aus. Wir haben also jetzt an erster Stelle den Stefan Ettlin mit 29,75 Punkten, wie der Dani gesagt hat, drei gewonnene Gänge. Das gleiche gilt für den Daniel Inderbitzi mit drei gewonnenen Gängen, aber auch für den Lukas Reichmuth, ebenfalls drei gewonnene Gänge. Die sind an der Spitze mit 29,75 Punkten. Im zweiten Rang und ebenfalls drei gewonnene Gänge, der Martin Grab, Rotenturm. Im dritten Rang mit 28,75 Punkten, Joel Ambühl, der Samuel Braun, der Fabian Durrer, dann der Erich Fankhauser, der Marco Fankhauser, der Julian Lang, dann der Mike Mühlenstein, Dominik Streif, der Manuel Elsener, die alle mit 28,75 Punkten im dritten Rang. Dann im vierten Rang haben wir noch folgende Randschwinger mit 28,50 Punkten. Das ist der Marcel Bieri, dann der Christian Bucher, Thomas Hurschler, Philipp Schuler, Sven Schurtenberger, dann weiter der Remo Vogel, der Theo Blaser, der Bruno Fink, der Michi Hess und der Armin Reichmuth. Und da wären auch noch weitere dann. Aber das sind die, die jetzt heute am Nachmittag natürlich möglichst werden versuchen, an der Rangliste Spitze zu verbleiben. Ja, nebst denen, die wir jetzt gesagt haben, wie ein Lukas Reichmuth oder Daniel Inderbitzi, die jetzt ja, ein bisschen schon überraschend ganz vorne so dabei sind, werden aber weiterhin, sehe ich das richtig, Dani, der Marcel Bieri, der Mike Mühlenstein, der Benji Fona, Erik Fankhauser, Sven Schurtenberger, Martin Grab, Werner Suppiger, natürlich eine ganz wichtige Rolle im Kampf um den Sieg spielen. Ja,
ganz genau. Also, eben, wir haben ja gesagt, heute Morgen die meistgenannten Favoriten, sicher Sven Schurtenberger, Erich Fankhauser, Mike Mühlestein, Marcel Bieri und Benji Fona. Natürlich haben wir auch von Martin Graben nicht ganz gewusst, ja, wie weit führen wird es länger, vor allem gesundheitlich, wie geht es Martin Grab. Aber heute Morgen, nachdem er gegen Remo Bertscher schier gestürchelt ist und dann mit Abschlunken hat können, den Sieg an seine Fahne heften, hat er mit dem Pascal Nietensbach und dem Roger Erb zwei Schwinger gehabt, wo er wirklich streng in den Griff genommen hat und auch hat können, mit Gamme und mit einem Schuschenhäkli gegen Roger Erb und Kreuzgriff bezwingen. Also von dort her hat man mit ihnen dürfen rechnen, auch der Marcel Bieri natürlich. Und einzig der Reto Nützli hat natürlich mit der Niederlage im zweiten Durchgang gegen zweifachen Randschwinger Stefan Etlin, wo er mit Kurz- und Nachdrücken am Boden hat müssen verlieren. Das war wirklich eine Überraschung gewesen. Wir haben überhaupt zwei grössere Überraschungen gesehen heute Morgen. Eben die eine ist die Niederlage von Reto Nützli gegen Stefan Etlin und die zweite für mich eine grosse Überraschung ist, wenn der Lukas Reichmuth von Schweiz da auftreten ist, vor allem der dritte Durchgang gegen Pascal Nietlisbach, hat er ja den Schlunk können abfallen und so den Sieg an seine Fahne heften, aber er hat schon vorher sehr gut geschwungen gehabt gegen Pascal Nietlisbach und darum, das ist auch wieder schön, wenn da junge Schwinger nachdrücken und je nachdem mit dieser Ausgangslage wäre es für ihn natürlich schön, wenn er heute Abend seinen ersten Kranz von seiner Schwingerkarriere könnte entgegennehmen könnte. Soweit also jetzt die Situation bei Halbzeit hier in Menzingen beim ersten Kranzfest von der laufenden Saison am Zugerkantonalen nach den Eis. Wenn hier wieder die Arbeit aufgenommen wird, sind wir wieder für Sie live dabei. Mein Bruno. I don't know what I'm doing.
Thank you.
Ich bin hier. 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 Ich bin hier.